Bitcoin tradet bei 56.400 US-Dollar. Unser Trade explodiert. Wir sind insgesamt mit 220.000 Dollar bei unserem Bitcoin-Trade im Plus. Cardano dümpelt noch ein bisschen hinterher. Ich werde dir ganz genau zeigen und sagen, wieso wir auf einmal gestern diesen starken Anstieg gesehen haben, was unser nächstes Preisziel ist, weil ich habe ja auch gesagt, zwischen 55 und 56.000 ist eigentlich unser technisches Preisziel. Das haben wir in der Nacht durchbrochen. Wir sind in der Nacht bis hoch auf knapp 57.600 Dollar angestiegen. Unser All-Time-High ist nicht mehr weit von uns entfernt. Ob wir dieses jetzt in den nächsten Wochen anhitten werden und was du jetzt erwarten kannst und vor allem, wie du deine Trades planst, weil es wird nämlich jetzt richtig interessant, was nämlich jetzt hier auch unsere möglichen Liquidierungen angeht, das erfährst du nämlich genau in diesem Video. Und ich würde sagen, ohne lange hier rumzulabern, wir fangen direkt an mit der wichtigen Chartanalyse nach dem Intro. Let's go! Gut, also fangen wir an. Wir sind hier auf dem 4-Stunden-Chart und wie du ganz gut erkennen kannst, wir haben hier einmal diese blaue Box hier uns eingezeichnet. Das war die blaue Box von unserer Vektorkerze nochmal hier auf der linken Seite. Da können wir mal ganz kurz rübergehen, damit ihr das auch versteht, was das Ganze war. Das war nämlich hier nichts anderes als noch diese Imbalance. Ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, derjenige, der jetzt hier die ganze Zeit meine Videos schaut, weiß ganz genau, dass da hier noch diese Imbalance in unserem Chart hier auf jeden Fall drin lag und die haben wir komplett einmal gefischt. Habe ich auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit da sehr, sehr hoch ist. Und jetzt wird die Sache halt interessant werden, weil man muss ganz klar sagen, die nächste Imbalance, ne, wo sind wir zu Hause? Das ist jetzt aber ein weiter Move hier. So, da sind wir. Und zwar die nächste Imbalance über uns, jetzt haltet euch fest, liegt zwischen 61.600 und 66.700 US-Dollar. Und dann klopfen wir schon an unserem All-Time-High an. Also, wir sind da nicht mehr weit entfernt. Wir sind hier wieder knapp um 12% nach oben geballert mit sehr starken Vektorkerzen. Vektorkerze 1, Vektorkerze 2, Vektorkerze 3. Die ganzen Indikatoren sind alle sehr, sehr stark. Stark überkauft, die schauen wir uns natürlich auch nochmal an, aber wir haben es ja uns gestern angeguckt, wir haben gestern gesagt, ey, wir sind hier in einer Konsolidierungsphase, solange wir kein tieferes Tief machen, solange dieser wichtige Support hier unten hält, ja, diese 50.368 bis 50.200 US-Dollar, können wir davon ausgehen, dass wir eine massive Bewegung nach oben sehen. Und das haben wir dann auch gestern im 15-Minuten-Chart gesehen. Wir haben uns ja dann auch gestern angeschaut im 15-Minuten-Chart, wenn wir ein bullisches Reversal sehen von einem Downtrend, ja, oder von einem Abverkauf, dann wollen wir ein bullisches Reversal sehen und dann gehen wir wieder rein in den Markt. Viele Leute haben das mitgenommen, werden wir auf jeden Fall im Laufe des Videos im 15-Minuten-Chart definitiv gemeinsam nochmal anschauen, weil das war nämlich hier unten der perfekte Long-Einstieg für diese krasse Bewegung. Wir hatten dann gestern auch Live-Trading gemacht. Ich war knapp 2 Stunden für euch live, habe dann jetzt auch hier bei meiner Position Gewinne realisiert, wie du nämlich hier ganz gut erkennen kannst. Ja, wir waren hier knapp mit 83.000 Dollar an Realized P&L, also an realisierten Gewinnen dann hier unterwegs. Und jetzt sind wir hier mit knapp 106.000 Dollar im abgesicherten Profit. Diese kann uns keiner mehr nehmen. Knapp 120.000 Dollar laufen immer noch jetzt hier an Unrealized Profit und wir haben knapp 875.000 Dollar an Long-Position offen. Das bedeutet, all das, was ich hier analysiere, das trade ich auch und das trade ich auch mit euch und deshalb lass hier unbedingt mal ein Abonnement da. Das ist komplett kostenlos. Du darfst solche Bewegungen jetzt nicht verpassen. Wir sind in einem absolut krassen Bullenmarkt. Wir sind kurz vor unserem All-Time-High. Wir stehen kurz vor unserem Halvings. Die Spot-ETFs ballern Milliarden an US-Dollar fast täglich jetzt in den Markt hier rein. Ja, und du darfst diese Chancen, die sich jetzt hier bieten, diese Rücksetzer mit einem bullischen Reversal zum Beispiel, wie du das Ganze tradest, das erfährst du ja genau hier auf diesem YouTube-Kanal, das solltest du nicht verpassen. Das ist komplett kostenlos, okay? Von Montag bis Sonntag bekommst du immer ein Update-Video und das Ganze immer spätestens um 9 Uhr ist das für dich online und natürlich unsere Live-Trading-Session. Hier siehst du das auch nochmal. Hier in dieser Konsolidierungsphase haben wir gestern perfekt einmal hier diese Profite realisiert. Wir sind dann kurz nach unten gefallen, konnten das Ganze halten. Ich bin sehr happy damit, dass wir hier die Profite rausgezogen haben. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt sagen, ja, was, du hättest halt noch gewartet, hättest du den Pump
Abend mitnehmen können. Ja, hätte, hätte, Blockchain-Kette, ja, sage ich immer so schön. Ja, im Endeffekt weißt du es ja nicht, was passiert. Und wir haben hier perfekt auf diesem Hoch hier wunderbar diese Profite realisiert. Wir haben hier nochmal nachgekauft, ja, um dann hier an dieser Stelle auf jeden Fall dann Profite realisieren zu können. Und baller gerne mal unten rein, wenn du gestern hier mit dabei warst und wenn du dann hier wirklich sehr gute Profite realisieren konntest. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier erstmal weiterhin nichts machen. Ich werde wieder abwarten, bis Bitcoin nach unten fällt und wieder ein bullisches mögliches Reversal formt. Und dann werde ich wieder reinkompounden und wieder Profite realisieren. Weil man muss ganz klar sagen, das Ding ist jetzt absolut bullisch unterwegs. Ja, Bitcoin ist absolut bullisch unterwegs und man sieht sie auch nochmal. Nächstes Preisziel, ich sag's wie es ist, sind jetzt unsere 60.000 Dollar. Das ist nochmal ein psychologisch wichtiges Level. 60.000 Dollar ist jetzt hier unser nächstes technisches Preisziel und das kann bei Bitcoin jetzt relativ schnell gehen. Wenn man sich jetzt mal hier die Indikatoren anschaut, sind wir natürlich jetzt hier bei unserem MACD massiv jetzt hier wieder nach oben angestiegen. Aber, und jetzt Achtung, wir sind noch nicht mal auf diesem Level angekommen, wo wir hier bei diesem Aufwärtstrend waren. Und zwar die Bewegung von 42.000 US-Dollar bis 52.000 Dollar. Also eine Bewegung von 10.000 US-Dollar hat uns hier mit dem MACD ungefähr auf knappe 1.100, 1.150 Dollar hier nach oben gebracht. Und jetzt haltet euch fest, Freunde, das ganze Ding hier, ja, da sind wir noch nicht mal, da fehlt noch ein ganz gutes Stück. Und ich gehe stark davon aus, dass wir jetzt hier oben höchstwahrscheinlich wieder in eine Konsolidierungsphase gehen. Wir hatten uns auch das Volumen angeschaut. Ich habe gestern darauf hingewiesen, habe gesagt, Leute, es ist auf jeden Fall diese Woche soweit, dass wir eine massive Bewegung sehen. Und genau das ist jetzt reingekommen. Wir haben das größte Kaufvolumen seit dem 10. Januar. Ja? Und wir haben jetzt den 27.02. Und dann auch hier nochmal ganz gut, der RSI ist halt jetzt hier massiv im Über kaufen Bereich. Das heißt, immer wenn man über diese 70-Punkte-Marke ist, muss man damit rechnen, dass wir wieder in eine kleinere Konsolidierungsphase dann reingehen. Denn sowas haben wir zum Beispiel auch hier gesehen und jetzt haltet euch fest, wir haben hier auch einen massiven RSI gesehen bei knapp 87 Punkten und ich gehe stark davon aus, dass wir noch ein kleines Stück nach oben gehen und wir dann in eine kleinere Konsolidierungsphase gehen. Und so eine kleinere Konsolidierungsphase reicht schon aus, eine kleinere Bewegung von knapp 1.000 bis 2.000 Dollar nach unten, um den RSI komplett nach unten hin abzukühlen. Ja, wir sind nach oben gegangen, wir korrigieren. Wir gehen nach oben, wir korrigieren. Und ich gehe davon aus, dass wir das auch bei Bitcoin jetzt demnächst sehen werden. Achtet auch auf mögliche Liquidierungswicks. Was ist das Ganze? Wir als Trader, wir wollen natürlich nicht rausliquidiert werden und wir wollen nicht das gefundene Fressen sein für die Market Maker. Hier liegen massiv viele Long-Positionen drin. Sehr, sehr viele Long-Positionen. Das wissen auch die Market Maker. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal ein kleines Stück hier nach oben gehen und dann hier nach unten fallen, um Richtung Jahreshoch, altes Jahreshoch zu gehen, weil man muss ganz klar dazu sagen, hier haben wir an dieser Stelle nochmal ein neues Jahreshoch. Bumm, Ebola, genau das ist nämlich jetzt hier das neue, 57.073 US-Dollar. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir nochmal ein neues Jahreshoch machen, vielleicht sogar Richtung 60.000 Dollar gehen, dann aber mal so ein richtig krasser Liquidation Week reinkommt auf unsere EMAs, die hier die ganze Zeit mit hochwandern. Und wenn das nämlich passiert, ja, dann ist nichts anderes, dass wir dann hier einen möglichen Wick auf den wichtigen EMA sehen, zum Beispiel den 50er, den 100er, die sind von uns und von dem Preislevel jetzt massiv entfernt. Allein der 13er EMA, knapp 2.900 Dollar entfernt, allein nur jetzt vom aktuellen Kurs zum ersten wichtigen EMA. Okay, das ist richtig heftig, Leute. Das hast du eigentlich kaum, kann man eigentlich sagen. Dann schauen wir uns das Open Interest an und jetzt Achtung und festhalten. Wir haben einen massiven Pump gesehen, aber das Open Interest ist nicht so stark angestiegen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dieser Anstieg ist eigentlich zu einer großen Anzahl nur durch Spotkäufe entstanden, okay? Das heißt, die Leute gehen rein, kaufen Spot, packen es aufs HODL-Portfolio oder natürlich auch die wichtigen Spot-ETFs, weil diese müssen halt auch einkaufen, wenn ihre Customers, also wenn ihre User sagen, yo, ich möchte gerne rein investieren, dann müssen die Bitcoin kaufen. Ja, und das ist genau jetzt auch dieser Push, den wir jetzt hier im Moment gerade sehen. Wenn wir nämlich jetzt hier auch mal den Monatschart uns anschauen, Freunde, der Monatschart, ich sag's wie es ist, schaut's euch an, wir haben nur noch in Anführungszeichen 13.100 Dollar bis zu unserem neuen All-Time-High bei Bitcoin. Wir sind 1, 2, 3, 4,
5 Monate jetzt in Folge komplett grün gewesen. 5 Monate in Folge hat Bitcoin nur positiv gemacht. Und jetzt sieht man das ja auch nochmal ganz gut. Wir haben nämlich jetzt hier den 27.02. Da fehlen jetzt nicht mehr viele Tage. Das sind jetzt noch knappe 2 Tage mit dem heutigen Tag. 3 Tage, bis wir wieder unseren Monatsschluss bekommen. Und schaut euch das einfach mal an. Das sieht wirklich absolut stark aus. Wenn das so weitergeht, wird das der beste Monatsschluss seit einem gesamten Jahr. Also das ist richtig heftig. Und hier oben, wenn wir das neue All-Time-High hitten, dann geht es halt richtig ab, weil schaut euch das Ganze mal an. Wir können das mal auf dem Tageschart anschauen und uns hier mal den VRVP anmachen. Und jetzt mal schauen, was hier nämlich so geschehen ist in dieser Zeit. Jetzt hier, schaut euch das an, hier oben, es liegt hier nichts mehr. Das Einzige, was uns noch in die Quere kommen könnte, werden die 57.000 bis 60.000 Dollar sein. Wenn wir die 60.000 Dollar knacken, werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein neues All-Time-High machen und hier oben haben wir keine Referenz mehr. Hier oben ist luftleerer Raum, das ist wie ein Loch, okay? Da müssen sich dann erst wieder die neuen Käufer und Verkäufer finden, um wieder hier dann sagen, okay, da möchte ich verkaufen und da müssen sich erst wieder neue Widerstandslevel dann etablieren. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch hier oben unser richtig krasses All-Time-High als krasser Widerstand und wie gesagt unsere 58.000 bis 60.000 Dollar und wenn dieser Bereich an der rechten Seite hier fällt, dann wird Bitcoin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein neues All-Time-High machen und dann wissen wir nicht, was passiert. Das kann dann wirklich richtig krass parabolisch sein und parabolisch hier ansteigen, so eine Bewegung, wie wir hier gesehen haben, kann uns dann hier auch bevorstehen bei Bitcoin, wenn wir ein neues All-Time-High machen. Denn überlegt euch eins, wenn wir ein neues All-Time-High machen, die News, es ist alles voll. Die News sind voll. Ja, die Newspapers, ARD wird drüber berichten, NTV, alles. Ja, und das auf der ganzen Welt. Das heißt, die FOMO kickt dann richtig rein und die Leute beschäftigen sich dann wieder mit dem Thema und deswegen nehme ich dann auch dann die Leute, wo dann erst wieder das Smart Money reinkommt, okay? Das heißt, dieses Smart Money haben wir noch gar nicht gesehen. Wir sehen im Moment nur einen sehr, sehr starken Zufluss von unseren Spot-ETFs und jetzt wird nämlich die Sache interessant. Wie viel Zufluss kam denn gestern rein? Und jetzt haltet euch fest, das sind jetzt hier Positionen, also das nur das alleinige Trading-Volumen war gestern insgesamt 3,24 Milliarden Dollar. Ja, allein bei BlackRock mit knapp 1,3 Milliarden Dollar, Grayscale mit knapp 843 Millionen, Fidelity hier mit knapp 587 Millionen. Also Leute, da geht es richtig zur Sache und da geht es richtig ab. Ja, bei BlackRock 1,3 Milliarden an Trading-Volumen und das für den Spot-ETF, das ist richtig heftig und das beflügelt natürlich gerade unseren Markt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir hier weiterhin sehr, sehr starke Zahlen sehen werden. Und wenn wir sehr starkes Trading-Volumen sehen, sehr starke Zahlen sehen bei unseren Spot-ETFs, hat das dann auch automatisch natürlich positiven Effekt auf unseren wichtigen Bitcoin-Chart. Ja, wenn man sich das Ganze hier auch nochmal anschaut, wie viel Bitcoin denn jetzt gehalten werden, haben wir einmal bei BlackRock mit knapp 132.281 Stück, auch jetzt hier Devise Origin hält knapp 97.000. Das heißt, diese Spot-ETFs haben seit Start knappe 302.000 Bitcoins akkumuliert. Okay, also das ist richtig heftig. Nee, sorry, 126. Lass mich kurz schauen. 302.374 Bitcoins haben die gesamten ETFs hier akkumuliert. Und ihr seht es hier, allein BlackRock haut am Tag oder kauft am Tag teilweise mehr über 3.000 Bitcoin ein. 3.600 hier am 16.02., dann hier nochmal 3.281 am 23.02. Also da scheppert es richtig rein. Ist auf jeden Fall eine spannende Grafik. Und schreib gerne mal deine Kommentare und deine Gedanken unten rein. Was denkst du denn? Werden wir einen weiteren Push sehen und ich gehe erstmal davon aus, dass wir hier Richtung 60.000 Dollar, ja, jetzt unser nächstes technisches Preisziel sehen können. Jetzt gehen wir aber rein auf den 15-Minuten-Chart. Jetzt werde ich dir auch nämlich noch zeigen, wo gestern unser Einstieg war. Und was natürlich interessant wird, ist dann hier definitiv auch nochmal unsere möglichen Liquidierungen. Das können wir uns kurz angucken.
Die Liquidierungen, nämlich hier hatten wir gestern einen ganz großen Block bei $55.000. Wir sind in der Nacht auf $57.000 gegangen. Das heißt, wir haben genau diesen Block hier wieder komplett einmal rausliquidiert, haben allerdings durch diesen starken Anstieg jetzt natürlich sehr viele FOMO-Long gehebelte Positionen in den Markt reingekriegt. Ja, das sieht man hier. Das sind diese großen Bubbles und du siehst es hier nochmal, hier zum Beispiel bei knapp $52.387 wird eine Position rausliquidiert mit knapp $300 Millionen. Das ist natürlich richtig krass, weil das sind hochgehebelte Positionen mit 50 bis 100x und das sieht man hier, hier auch wieder eine große Bubble, hier auch wieder eine Bubble. Also da haben wir Positionen von $100 bis $300 Millionen an dieser Stelle, die hier in diesem Bereich, wenn wir noch einen kleinen Dip nach unten sehen, rausliquidiert werden. Und deshalb achtet und passt auf diese möglichen Liquidation Wicks. Kurzer Weg nach unten, die Position abholen und dann wieder instant nach oben hin aufgekauft werden. Jetzt gehen wir aber rein in den 15-Minuten-Chart, schauen uns das Ganze an. Let's go! So, jetzt gehen wir mal rein, schauen uns das Ganze auf den 15-Minuten-Chart an. Wie du hier ganz gut erkennen kannst, sind wir hier massiv in einem Aufwärtstrend, also richtig heftig. Wir haben starke Vektorkerzen hier komplett unter uns, hier nochmal starke Vektorkerzen, das heißt, hier wurde sehr viel gekauft, hier wurde sehr viel gekauft, hier wurde sehr viel gekauft. Die erste Vektor heute im asiatischen Markt hat einmal nämlich dann hier sofort wieder dazu geführt, dass diese abgeholt wird, die zweite noch nicht, die dritte auch noch nicht, das bedeutet, unser Daily Open hat gestartet und knapp eineinhalb Stunden später sind wir hier massiv nach oben hinangestiegen, neues Jahreshoch gemacht mit $57.073. Viele fragen mich dann auch immer, ja, oder auch gestern im Livestream, vielen lieben Dank für knapp mehr als 3000 Zuschauer. Ja, Basti, wann kann ich denn wieder long gehen und so weiter? Leute, schaut euch einfach immer wieder diese Videos an. Die dauern nicht lang. Und da hast du genau diese Möglichkeiten. Wir haben uns diese Möglichkeit gestern angeschaut. Ja, wir haben gesagt, wenn wir runterkommen, wollen wir hier in irgendwo in diesem Bereich ein bullisches Reversal. Und genau das haben wir gestern gesehen. Und du hattest gestern insgesamt viermal die Möglichkeit, hier einzusteigen in einem wunderschönen Long Trade. Achtung, und jetzt zeige ich euch das. Wir sind hier runtergefallen, haben einen schönen doppelten Boden, jetzt hier den nächsten. Einmal, das sind jeweils 15 Minuten, ja, eine Kerze, das heißt eine halbe Stunde hier Zeit, um diesen zweiten doppelten Boden, also diesen zweiten Boden hier mitzunehmen. Wir sind nach oben hin ausgebrochen, sind über die Neckline ausgebrochen und hatten dann hier auch nochmal eine halbe Stunde lang Zeit, um genau hier auch nochmal den Retest von der Neckline mitzunehmen und zu traden. Und dann, boom, feuerfrei, allein dieser Anstieg hat uns schon hier knapp 4,7% gebracht, also $2.400. Und Leute, ihr dürft das nicht verpassen, ihr dürft jetzt nicht diejenigen sein, die wieder am Bahnhof stehen und sagen, ja, der Bitcoin, der wird ja jetzt nochmal auf $40.000 fallen. Und wenn er auf $40.000 fällt, dann kaufe ich nach. Das sind genau die Personen, die dann auch gesagt haben, wo wir zum Beispiel auch bei $25.000 getradet haben, ja, der Bitcoin, der muss ja nochmal unter $20.000 fallen. Wenn er das macht, dann kaufe ich ein. Wenn er das macht, dann eröffne ich hier neue Trades. Leute, ihr müsst immer diese wichtigen Informationen, die euch der Chart gibt, nehmt die einfach mit. Einfacher machst du in diesem Markt deine Kohle. Ja, das ist nämlich genau der springende Punkt. Und jetzt muss man hier auch sagen, schaut euch das hier mal an. Jetzt kommt hier mögliches Double Top rein, würde ich aber nicht reinshorten. Warum nicht? Ganz einfach. The trend is your friend until the end. Das heißt, der Trend ist dein Freund bis zum Ende. Und im Moment sieht es nicht danach aus, als würde Bitcoin jetzt hier ein bearisches Cross oder irgendwie ein bearisches Reversal jetzt hier formen auf den größeren Zeiteinheiten, dass wir hier nach unten gedrückt werden. Es wird erst interessant werden, wenn wir heute folgendes Level durchbrechen. Und zwar Level Nummer 1, wichtiger Support, ist für den heutigen Tag, und das zeichne ich euch jetzt hier ein, wir machen das einfach gemeinsam, $55.666. Einmal hier Support, einmal hier Support, okay? Sollte das Ding fallen, werden wir auf jeden Fall diese Vector Candles abholen und diese Vector Kerzen. Dann geht es nochmal unten rein Richtung Daily Open. Okay, hier liegt auch unser M3. Daily Open liegt hier und der 100er EMA wandert in der nächsten halben, dreiviertel Stunde auch hier oben rein. Okay, das heißt, wenn das hier bricht, müssen wir damit rechnen, dass wir hier unten reinlaufen. Dann haben wir hier eine kleine Konsolidierungsphase. Und das siehst du auch jetzt hier nochmal ganz gut, wie sich der Chart nämlich jetzt hier verhalten hat. Dann haben wir hier eine kleinere Konsolidierungsphase. Das ist nämlich genau dieser Bereich, wo wundersamerweise unser Daily Open liegt. Okay, das heißt, nächster Support ist auf jeden Fall das. Sollte der Daily Open fallen und der 100er EMA nach unten hindurchbrochen werden, gehen wir in die nächsten Zonen rein.
Dann wird diese Vector Candle abgeholt und diese Vektorkerze abgeholt und dann laufen wir genau auf den Point of Control, nämlich genau in diese wichtige Zone und diese liegt im Moment genau, hubala, wer hätte es gedacht, bei unserem Pivot Point und zwar bei 53.400 US-Dollar. Okay, und jetzt wird die Sache nämlich interessant werden. Das heißt, wir haben jetzt drei wichtige Zonen für uns Daytrader definiert. Zone Nummer 1 ist auf jeden Fall diese. Da können wir einen kleineren Bounce erwarten. Sollte diese brechen, müssen wir damit rechnen, dass wir aufs Daily Open nochmal runter marschieren, nämlich genau hier rein. Wenn wir hier unten jetzt ein schönes kleines bullisches Reversal wieder sehen, dann geht man hier wieder long. Dann hat man hier einen perfekten Long-Einstieg. Wenn das nicht hält, ja, und wir unter unser Daily Open fallen, haben wir das nächste mögliche Szenario, nämlich unseren Pivot Point. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns beide Szenarien anschauen. Also, wenn wir nach unten fallen, was machen wir, wenn Szenario X passiert? Was machen wir, wenn Szenario Y passiert? Ja? Wenn wir jetzt nach oben hin durchballern, also neues Jahreshoch machen, hier schön Support reinkriegen, M4 durchbrechen, ist das nächste technische Preisziel kurzfristig gesehen unser M5-Level und zwar 58.700 US-Dollar. Und hier oben geht es dann eigentlich schon rein Richtung 60.000, also Richtung 60.000 Dollar, können wir uns mal kurz anschauen, ist es auch nicht mehr weit. Das wären noch knappe 6,64%, 3.734 US-Dollar. Allein der Anstieg von heute Nacht, der asiatische Markt, sind 2.600 Dollar. Also das würde uns hier, und ihr seht, das macht Bitcoin halt mal kurz in der Dreiviertelstunde zurzeit, okay? Und das würde uns hier hochbringen auf unser M5-Level. Also das sieht da auf jeden Fall sehr, sehr, sehr stark aus. Dann haben wir auch noch kurz Ethereum. Ethereum hat wieder ein neues Jahreshoch gemacht. Wer hätte es gedacht? Ethereum performt hier wirklich absolut stark. Wir ballern jetzt hier mit einer sehr, sehr starken Dynamik nach oben hindurch. Aber auch hier gab es auf den 15-Minuten-Chart wieder einen perfekten Einstieg für unseren Ethereum-Chart. Okay, und das ist halt genau das. Es sind so viele Einstiege zurzeit hier möglich. Deshalb verpasst einfach nichts. Ich kann es nur oft genug sagen, wenn du jetzt hier diese Videos jeden Morgen verpasst, dann wirst du derjenige sein, der leider am Bahnhof steht und halt hinterher winkt, ja, den fahrenden Zug. Wenn man sich jetzt nämlich hier Ethereum anschaut, ich gehe stark davon aus, dass wir die Imbalance hier fischen wollen. Die startet nämlich hier bei 3.300, geht bis 3.400 Dollar. Das ist jetzt erstmal das erste wichtige Preisziel bei Ethereum. Und davon gehe ich jetzt erst auch mal aus, dass wir hier an dieser Stelle hier oben erstmal reinmarschieren werden. Auch der MACD-Tageschart sieht weiterhin massiv gut aus, also da erstmal keine Sorge, Freunde, dass wir jetzt hier irgendwie massiv nach unten droppen. Wenn Bitcoin mal eine Korrektur hinlegt, Liquidation Week reinlegt, denkt dran, die Altcoins werden darunter mehr leiden als Bitcoin selbst, okay? Das müsst ihr immer im Hintergrund auf jeden Fall, vor allem im Hinterkopf definitiv haben. Dann meldet euch auf jeden Fall gerne noch bei Femex an, es gibt eine sehr geile Aktion und zwar VIP 1 Level und dann noch 8.800 Dollar an Trading-Bonus, den du dir freischalten lassen kannst und wir haben dann hier auch nochmal eine sehr geile Aktion und zwar bei unserem Twitter-Account ist nämlich noch die Möglichkeit, morgen gibt es da die Auslosung bei uns im Livestream und zwar hier ein iPhone 15 abzustauben. Wo ist denn der Tweet? Hier ist der Tweet. Und zwar, was musst du dafür tun? Einfach diesen Tweet liken, reposten, UID unten eingeben und drei deiner Freunde oder drei Leute, denen du auf Twitter folgst, hier reintaggen. Wichtig, alle sind beteiligt und alle sind berechtigt, die sich unter den Affiliate-Link registrieren. Link findest du unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar und 150 Dollar an Trading-Kapital draufballern und da dann hier aktiv mit am Start sind. Wir werden auch nächste Woche höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, eine Trading-Competition starten mit abartigen Preisen für euch. Und deshalb, das ist alles für meine Leute, die sich hier registrieren und hier über den Link sozusagen traden. Warum? Ganz einfach, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Das heißt, es würden normalerweise immer hier Gebühren anfallen, alle 8 Stunden. Die würdest du normalerweise 100% an die Börse bezahlen und ich bekomme einen Teil davon ab. Das heißt, du hast davon überhaupt gar keinen Nachteil, ja, sondern eigentlich nur Vorteile mit geilen Aktionen, mit Trading Competitions, ja, mit sehr geilen Live-Tradings und noch vieles, vieles mehr.
Und dementsprechend musst du eigentlich nichts dafür tun, sondern das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Deshalb vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Wir schauen uns noch ganz kurz die Liquidations an. Gestern 270 Millionen Dollar in den 24 Stunden rausliquidiert. War auf jeden Fall ein ganz großer Block. Ist natürlich auch klar, die Shorts werden im Moment richtig aufgefressen. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Ich werde dich natürlich auf den Laufenden halten, auch auf Telegram auf den Laufenden halten, denn da kannst du gerne auch reinkommen. Ist komplett kostenlos. 19.400 Leute sind drin. Wenn irgendwas passiert, poste ich das Ganze hier für euch rein. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Dienstag. Hau rein, bis dann. Ha, und macht's wie Pascal. Pascal haut ein Abo raus. Danke dir, du bist live heute mit dem Video. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein Basti. Ciao, ciao.